Hallo, mein Name ist Professor Dr. Karl Peter Fischer. Ich habe hier eine kleine Serie, einen Service gemacht von 3 kleinen Videos für Studenten, die sich überlegen, wie sieht eine Bachelorarbeit aus, wie komme ich zu dem Thema, wie kriege ich ein Exposé für Bachelor- und Masterarbeit und wie gelingt es mir, einen Betreuer zu finden, also die Vorstufe von der Arbeit, wie die Arbeit dann auszusehen hat, da werden noch weitere Videos folgen. Ja, jetzt im letzten Video, im Video Nummer 3, das richtet sich eigentlich an meine Studenten und an meine Studenten der Hochschule und der Universität. Und ich möchte dir hier jetzt als Service eine kurze Zusammenfassung geben. Wenn du mich als deinen Betreuer haben möchtest, was mich natürlich sehr ehrt, in deiner Bachelor- oder für deine Masterarbeit, dann machen wir uns beide das sehr, sehr einfach. Und ja, wenn du ein geiles Thema hast, bei dem ich dir helfen kann, dann her damit und wir kriegen das über die Bühne. Okay, du willst dich jetzt fragen, okay, wie läuft denn das Ganze jetzt ab mit dem Peter? Wir sind ja immer auf per Du, ich und meine Studenten. Also, wie läuft's ab? Erstens, schreib mir eine E-Mail an peter.fischer@4m-marketing.com. Keine WhatsApp, keine Telefonnummer, also keine Hochschuladresse, alles was du hast, vergiss es. Nimm bitte diese Adresse, ich schreibe sie auch unten ins Video rein, peter.fischer@4m-marketing.com. Das ist meine Firmenadresse und die rufe ich ständig ab und da kriege ich dich auch gleich. Und in die Betreffzeile schreib dann auch rein, worum es geht, sage ich dir nachher aber. Okay, also, wie gehen wir vor? Schritt 1, Numero Uno. Findest du ausführlich in meinem Video 1 hier in meinem YouTube-Channel. Da geht es darum, wie du auf Themensuche für deine Bachelor- oder Masterarbeit gehst und wie du das ein bisschen eingrenzen kannst. Schau es dir an, sind ein paar Minuten, spart dir und mir viel Arbeit und viel hin und her. Ebenso Video Nummer 2. Hier habe ich geschrieben, habe erklärt, wie du ein Exposé aufbaust, das ich auch haben möchte und das Externe eben für ihre anderen Professoren an anderen Hochschulen und Professorinnen eben auch nützen können. Okay? Und jetzt, was will ich von dir? Das Erste, was du mir schickst, ist, ich habe das Ganze ein bisschen erweitert von dem Video Nummer 2 und auf unsere Hochschule oder Universität spezifiziert. Und diejenigen, die meinen lieben Professor Dr. Riegeberg kennen, von dem habe ich da einige Sachen entlehnt, weil ich die sehr, sehr, sehr gut finde und sehr, sehr, sehr gut durchdacht. Und ich habe die praktisch in meine Vorgehensweise von vorhin eingebettet. Also, Punkt Nummer 1. Welches Problem willst du bearbeiten oder lösen? Beschreib mir kurz, wirklich kurz, mir und dir, die Ausgangslage. Riegeberg sagt hier, ohne Problem keine wissenschaftliche Arbeit. Stimmt. Das Problem sollte stets auch eine wissenschaftliche Problemstellung bearbeiten. Reine Praxisprobleme, die nicht verallgemeinerbar oder nicht übertragbar sind, sind nur sehr bedingt geeignet für deine Bachelor- oder Masterarbeit. Also, denk dran, das Problem sollte stets eine wissenschaftliche Problemstellung bearbeiten. Reine Praxisprobleme funktionieren nicht. Die Problemstellung der Arbeit muss sich in konkrete Fragen umwandeln lassen. Ein Teil dieser Fragen können jetzt wissenschaftliche Forschungsfragen sein, und ein Teil sehr wohl praxisbezogen, wenn ihr das zum Beispiel für ein Unternehmen, das euch sponsert, schreibt. Denkt dran, was ich in den beiden anderen Videos immer wieder gesagt habe. Fokussiere. Konzentriere dich auf Detailprobleme. Häufig sind nämlich Problemstellungen, die die Kandidaten, die ihr nennt, für eure Bachelor und für eure Masterarbeit einfach viel zu umfangreich. Das führt einfach dazu, dass es euch diese Arbeit um die Ohren haut, die explodiert, wuff,
und am Schluss kriegt ihr nicht die Note, die ihr euch vorgestellt habt oder die ihr euch wünscht und die dann den ganzen Aufwand letztendlich lohnt. Zweitens, schreib mir bitte, warum du dieses Thema gewählt hast. Ja? Was motiviert dich dazu? Hat dir das deine Mutter am Nachmittag erzählt? Hast du das mit Kollegen besprochen? Hast du das irgendwo aufgeschnappt oder gehört oder hast du das gelesen? Also was steckt dahinter, dass genau dieses Thema für dich interessant ist und wir beide praktisch hier die Bachelor- und Masterarbeit machen sollen? Punkt 3 in deinem Exposé. Wer hat jetzt dieses von dir genannte Problem und warum? Das heißt, und das ist ganz wichtig für dich nachher, wenn du deine Arbeit verkaufen willst und wenn du damit Kohle machen willst, ja? Für wen ist die Arbeit von Interesse? Auch hier wieder mein Freund Riegeberg, wenn niemand da draußen das Problem hat, dann muss man es auch nicht lösen, dann ist es umsonst. Wenn nur eine Person oder nur eine Firma das Problem hat, ist klar, dann ist die Relevanz eher niedrig, vergiss es. Okay? Letztlich geht es bei dieser Frage um die Relevanz der Forschungsfrage für Wissenschaft und Praxis. Und denk dran, Themen, deren Bearbeitung nur für ein Unternehmen relevant ist, sind nur äußerst bedingt geeignet. Lass das weg. Ja? Wenn ein Unternehmen, wenn wirklich nur ein Unternehmen ja, drankommen soll, dann versuche dich zu retten, indem du suche nach einer Generalisierbarkeit oder Übertragbarkeit dieser Ergebnisse dann irgendwie herstellen und aufskizzieren kannst. Wenn es das nicht gibt und wenn das nicht funktioniert, forget it, einfach neues Thema suchen. Next round, gleiche Prozedere wie bis jetzt. Okay? Also ich denke, das ist klar. Aber denk dran, es wird immer wieder falsch gemacht. Okay? Da seid ihr. Gut. Also, jetzt viertens. Vierter Punkt. Wie sieht deine Forschungsfrage aus? Viele mogeln sich immer um diese Forschungsfrage herum. Man muss sie dann auch suchen. Viele Studenten, gerade im Bachelor, schreiben dann irgendwo oben ganz schön brav sauber die Forschungsfrage hin. Und wenn man dann diese Seiten durchliest und sich quält und arbeitet und liest, findet man alles, nur nirgends taucht die Forschungsfrage auf. Und komisch, auch am Ende, wenn man dann noch rumwühlt und sucht und noch ganz genau hinguckt, irgendwo findet man die Forschungsfrage nicht mehr. Ja? Also denk dran, wie sieht deine Forschungsfrage aus? Was willst du herausfinden und was ist dein Forschungsziel? Prüfen, ob es konkrete Forschungsfragen gibt. Das war die Nummer 4. Darf ich schnell ein Käffchen? Es ist nämlich noch früh am Morgen und ja, jetzt kommen wir zum Punkt 5. Wie sieht der Forschungsstand zu diesem Thema aus, wenn du das schon überblicken kannst? Solltest du aber zumindest ein bisschen. Sechstens, welche Theorien willst du einbauen? Mich würde es freuen, wenn du sagst, du pass mal auf, Peter, da gibt es das und das und das, da habe ich das und das gelesen, das interessiert mich, das würde ich gerne mit einbauen, das passt hier sehr, sehr gut rein und überzeug mich, dass das, was du da machst, einfach geiles Zeug ist und geiler Scheiß, der wirklich durch die Decke geht und wo es uns beiden echt Spaß macht, an diesem Thema zu arbeiten und es dann draußen in die Märkte zu blasen. Siebtens, welche methodischen Ansätze wählst du dabei? Auch hier wieder, ich zitiere meinen Freund Riegeberg, bei einer empirischen Arbeit ist die empirische Methode dein Handwerkszeug. Wenn man die Methoden, die zur Lösung erforderlich sind, nicht beherrscht oder bereit und fähig ist, sie zu lernen, kann man das Problem so nicht lösen. Klar, oder? Auch bei der theoretischen Arbeit gibt es bei einer Literaturrecherche zum Beispiel, gibt es methodische Vorgehensweisen, die ihr bitte beachten sollt. Insgesamt muss euer Prozedere transparent
und damit für mich oder für denjenigen, der eure Bachelor- oder Masterarbeit bearbeitet, nachvollziehbar sein, damit die Kommunikation und die Präsentation wissenschaftlichen Kriterien entspricht. Okay? Eine Aneinanderreihung mehr oder weniger zufälliger Aufsätze ist hier leider nicht genügend, aber die bei mir schon in den Kursen waren, während dem Master- oder während dem Bachelorstudium, die wissen das ja, und an unserer Hochschule seid ihr gut getrimmt, was das Schreiben dieser Dinge angeht. Also, es gibt hier auch klare wissenschaftliche Richtlinien, wie beispielsweise Literaturreviews zu schreiben sind und was die in der Beschreibung und Analyse dann zu enthalten haben. Ebenfalls Kriterien zur Strukturierung und Analyse müssen vorhanden sein. Diese sind sauber herzuleiten und dürfen nicht irgendwo vom Himmel fallen. Okay, Punkt 8. Sag mir bitte, welche Ressourcen brauchst du dafür? Also Gerätschaften. Machst du was mit dem Eye-Tracker? Du weißt, wir haben in der Agentur einen Eye-Tracker. Brauchst du meinen Eye-Tracker? Kennst du dich damit aus? Kannst du damit umgehen? Etc. etc. Willst du Experteninterviews machen? Machst du empirische Erhebungen? Machst du Beobachtungen? Beobachtest du die digitale Spur im Internet? Welche Tools nutzt du dazu? Etc. etc. Also lass uns das bitte besprechen. Okay, und dann sind wir schon bei Punkt 9 angekommen. Welchen Ergebnistyp strebst du an und was willst du dann am Ende erreichen? Auch hier wieder erlaube ich mir, meinen Freund Riekeberg zu zitieren: Sollen allgemeine Handlungsempfehlungen für Dritte abgeleitet werden? Typische Managementarbeit mit Hinweisen, typisch für Fallstudien. Nur wenn allgemeine Empfehlungen abgeleitet werden können, ist es eine wissenschaftliche Arbeit. Sollen vermutete Zusammenhänge abschließend erklärt oder geklärt werden? Vorsicht bei Kausalanalysen, denkt immer an den Unterschied Korrelation und Kausalität. Soll ein neues Forschungsfeld strukturiert werden? Kann ja gut sein. Und davon hängt dann zum Beispiel auch ab, ob das Ende deiner Arbeit ein Fazit ist oder ein Ausblick mit weiterem Forschungsbedarf in Zukunft. So, und jetzt sind wir bei 10. LL-Badge. Was steht am Ende als Ergebnis? Kapiert? So, das war's. Also, für deine Betreueranfrage an mich. Okay? Also, das Erste. Sende mir bitte eine Mail an peter.fischer@4m-marketing.com. Steht auch unten hier noch in meinem YouTube-Channel. Betreff. Wichtig, wichtig, wichtig. Schreib in die Betreffzeile aber genau das, was ich jetzt sage. Anfrage, Bachelorarbeit, Anfrage, Masterarbeit. Okay? Und dann will ich von euch folgende Bestandteile in diesem Mail bekommen. Ja, das Exposé, wie gerade und wie oben in den anderen Teilen, Videos beschrieben. Deine Telefonnummer oder wo ich dich erreichen kann. Ich lese mir dann das Ganze durch und gib mir bitte 2-3 Tage Reaktionszeit. Meistens bin ich unterwegs oder ich bin recht voll. Also 3 Tage müsste ich aber schaffen, dir zumindest ein grobes Feedback zu geben. Und wenn die Marschrichtung klar ist, da kommunizieren wir beide aber noch, meldest du dein Thema bei uns in der Hochschule an und setzt mich dabei in CC. Ihr kennt ja dieses Anmeldeschreiben. Formal, ihr müsst da abchecken, da bin ich einfach nicht so firm. Aber bis jetzt geht es ganz gut. Ihr schreibt rein, was in welchen Titel. Dem sprechen wir beide auch ab, welcher Titel und was grob geplant ist. Schreibt es rein zur Genehmigung und setzt mich dann in CC. Ihr braucht es mir nicht erst per Post schicken, dass ich dann unterschreibe und dann schickt man es wieder rein. Nein, formuliert euren Titel und das, was ihr machen möchtet, ganz kurz auf einer halben Seite, schickt es an das Prüfungsamt, setzt mich in CC und sagt, wie mit Professor Dr. Karl-Peter Fischer, schreibt nicht immerhin mit Peter besprochen, das sieht dann saublöd aus, auch wenn wir per Du sind, schickt das Zeug dahin, setzt mich in CC, das ist das Signal für das Prüfungsamt, dass ich davon in Kenntnis gesetzt bin und ich habe mit denen ausgemacht, dass ich dann, wenn ich alles durchgelesen habe, sorry, noch einen Schluck,
dass ich dann reinkomme und ja, das unterschreibe und dann legen wir los und dann machen wir das erste Meeting und gehen das Ganze nochmal persönlich miteinander durch. Und dann glaube ich, wird deine Bachelor- oder deine Masterarbeit auch ein Erfolg. So, es ist Sonntag, ich bin jetzt fertig hier mit diesen drei Service-Videos für meine Studenten zum Thema Betreuer finden, Thema finden für die Bachelor- oder Masterarbeit. Ich setze mir jetzt die Sonnenbrille auf, gehe dahinter in den Garten und mache heute mal gar nichts. Und euch wünsche ich wirklich ein wunderschönes Wochenende, viel Erfolg und geht auf die Suche und sucht euch eine geile Arbeit raus. Und denkt dran, die müsst ihr da draußen auch verkaufen können. Es muss ein Türöffner sein und nicht nur ein Zettel, der einen Stempel hat. Damit lockt er niemanden hinterm Ofen vor. Aber ich kenne euch ja, gerade meine Studenten und Studentinnen, die bei mir schreiben wollen, die kenne ich. Und also gebt Gas, macht echt einen geilen Scheiß und rockt da draußen diese Party. Und wir sehen uns, euer Peter. Tschüss.